Die Actionreihe Rambo aus den 80er Jahren ist mittlerweile Kult. Sylvester Stallone übernahm darin die Hauptrolle und machte sich so einen Namen als Actionheld. Rambo gehört zweifellos zu den bekanntesten Actionstreifen aller Zeiten. Deswegen haben wir für euch hier 10 interessante Fakten über die Filmreihe. Fakt 1: Eigentlich hätte es zu Beginn nur einen Rambo-Film geben sollen. Der erfolgreiche Streifen basiert nämlich auf dem Buch First Blood von David Morrell. In diesem begeht Rambo am Ende Selbstmord. Die Macher des Films veränderten jedoch das Ende und so dürfen sich Fans noch heute über die zahlreichen Fortsetzungen freuen. Das Ende war aber nicht das einzige, das geändert wurde. Fakt 2: Die erste Rohfassung des Films dauerte 3 Stunden, weshalb für die Macher erst einmal Schneiden, Schneiden, Schneiden angesagt war. Heute hat Rambo eine Dauer von 93 Minuten. Und noch eine Sache wäre fast anders gewesen. Fakt 3: Anstelle von Sylvester Stallone hätte fast Al Pacino die Rolle des wortkargen Vietnamkriegsveteranen John Rambo übernommen. Al Pacino lehnte das Rollenangebot jedoch ab, weil ihm der Charakter nicht verrückt genug war. Fakt 4: Von Vietnam ist in dem Film jedoch nicht viel zu sehen. Rambo wurde nämlich nicht in Asien, sondern in Amerika gedreht, genau genommen in Mexiko. Aufgefallen ist das jedoch den wenigsten. Fakt 5: Hättet ihr es gewusst? Der Name Rambo kommt von einer Apfelsorte. Fakt 6: Indiana Jones benutzte in Der letzte Kreuzzug übrigens dasselbe Pferd wie Rambo im dritten Teil. Fakt 7: Verrückt! Im ersten Film sieht man tatsächlich nur eine Person sterben. Kommen wir zum nächsten Fakt. Fakt 8: Sylvester Stallone ist zwar immer in Topform, auch er erlitt jedoch in seiner langen Schauspielkarriere so einige Verletzungen. Dazu gehört unter anderem eine gebrochene Rippe am Set von Rambo. Fakt 9: John Rambo und Sylvester Stallone haben am gleichen Tag Geburtstag, nämlich am 6. Juli. Zufall? Der einzige Unterschied: Rambo ist ein Jahr jünger. Fakt 10: Der zweite Rambo-Teil konnte als einziger der Reihe eine Oscar-Nominierung einheimsen, in der Kategorie Bester Toneffekt-Schnitt.